In dieser Chakra-Meditation werde ich dir das Manipura-Chakra vorstellen. Dies ist das vierte Video meiner Chakra-Meditationsserie. Ich empfehle dir sehr, von vorne zu beginnen. Hallo, ich heiße Marcel. Willkommen auf meinem Kanal. Schreib mir doch einen kurzen Kommentar, wie dir diese Serie bislang gefällt. Komme in eine aufrechte Sitzhaltung. Erlaube den Sitzhockern tief in das Kissen zu sinken, sodass du eine stabile und bequeme Sitzhaltung einnehmen kannst. Wir beginnen die Übung mit dem Singen von Om und Shanti. Atme ein und singe mit mir. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Atme ein paar Mal langsam ein und aus, erlaube Körper und Geist zu entspannen. Bringe die Aufmerksamkeit zur Nase und beobachte für ein paar Momente, wie sich die einfließende Luft kühl und die ausfließende Luft etwas wärmer anfühlt. Nun bringe die Aufmerksamkeit zum Muladhara Chakra. Verneige dich geistig vor Ganesha und Kartikeya. Und erlaube der Energie dieses Chakras Stabilität und Zielgerichtetheit in deine Meditation und darüber hinaus in dein Leben zu bringen. Bedanke dich für diesen Segen, verneige und verabschiede dich geistig. Und bringe dann die Aufmerksamkeit zum Svadhisthana Chakra. Werde dir der Gegenwart von Brahma und Saraswati bewusst und verneige dich geistig vor ihnen. Erlaube der Energie dieses Chakras, dich in deinen kreativen, erschaffenden Prozessen zu unterstützen, dich mit spiritueller Erleuchtung und dem Wissen, wie du diese Erfahrung der Welt als Dienst bereitstellen kannst, segnen. Bedanke dich und verneige dich geistig und bringe nun die Aufmerksamkeit zum Manipura-Chakra. Den Ursprung dieses Chakras findest du in der Wirbelsäule gegenüber dem Bauchnabel. Das Manipura-Chakra wird von Vishnu und Lakshmi beherrscht. Du kannst dich geistig vor ihnen verneigen und um die Erlaubnis bitten, in ihr Haus eintreten zu dürfen. Bedanke dich für diesen Segen und stelle dir vor, dass du das Manipura-Chakra betrittst, dort Vishnu und Lakshmi gegenübertrittst und dich noch einmal tief verneigst. Vishnu wird oft mit vier Armen dargestellt, auf der kosmischen Schlange Sheshanaga ruhend, seine Gemahlin Lakshmi bei seiner Seite.
In seinen vier Händen hält er das Muschelhorn, welches das Element Raum darstellt. Das Chakra Yuda, den Diskus, der das Element Luft repräsentiert, die Keule, die für Feuer steht, und den Lotus, der für Wasser steht. Das Erdelement wird durch seinen treuen Begleiter Garuda, den König der Vögel, dargestellt, der immer zu Füßen Vishnus ist. Vishnu hat vollkommene Kontrolle über alle Elemente. Er wird oft als der Erhalter des Gleichgewichts in der Schöpfung dargestellt und inkarniert immer dann auf der Welt, wenn das Gleichgewicht aus den Fugen zu geraten droht. Er kommt aber nicht nur, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, sondern auch, um der Schöpfung Anweisungen zu bringen, wie sie sich verhalten soll, um die Erleuchtung zu erreichen. Seine Gemahlin Lakshmi ist die Göttin des Reichtums und Wohlstands auf allen Ebenen. Als Lakshmi geboren wurde, waren alle Götter zugegen. Ihre Augen fielen jedoch sofort auf Vishnu. Sie sah, dass all seine Handlungen aus purem Mitgefühl für die Schöpfung entstanden und er nie etwas dafür zurückverlangte. Daraufhin sagte sie: Da du aus purem Mitgefühl im Dienste der Schöpfung handelst, wähle ich dich als meinen Gemahl und werde immer an deiner Seite sein. Und so ist auch uns versichert, dass wenn wir aus Mitgefühl und Dienst an der Schöpfung handeln, Lakshmi immer mit uns sein wird. Die Energie und das Wissen dieses Chakras wird durch das Yajurveda dargestellt. Viele der bekanntesten Upanishaden stammen aus diesem Veda. Darunter sind Brihadaranyaka, Isha, Taittiriya, Katha, Shvetashvatara und Maitraya Upanishad. Ich werde gleich ein sehr bekanntes Mantra aus dem Isha Upanishad rezitieren. Danach kannst du noch ein paar Minuten über diese Schwingungen meditieren, bis ich dich aus der Stille führe. Übersetzt bedeutet es: Dies ist vollständig, das ist vollständig, diese Vollständigkeit kommt aus jener Vollständigkeit. Wenn man diese Vollständigkeit aus jener Vollständigkeit entfernt, bleibt nichts als Vollständigkeit übrig. Oder in einer anderen Übersetzung: Dies ist unendlich, jenes ist unendlich. Diese Unendlichkeit wird aus jener Unendlichkeit geboren. Wenn man diese Unendlichkeit von jener Unendlichkeit entfernt oder hinzufügt, bleibt die Unendlichkeit Unendlichkeit. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi.
Bringe die Aufmerksamkeit zurück zum Atem. Atme langsam ein und aus. Bewege sanft die Finger. Massiere die Beine. Reibe die Hände aneinander und lege sie auf das Gesicht. Senke die Hände. Wir beenden die Übung mit dem Singen von Om und Shanti. Om. 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 Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden. Frieden, Frieden.